Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Es geht eigentlich direkt weiter mit der Eiersuche hier auf Enderal und ja, muss ich eigentlich nicht viel rumreden. Wir gehen wieder in die Wüste, wo wir jetzt letztes Mal, als wir geskillt haben, stark wurden, sage ich jetzt mal so, ist vielleicht gut. Also ja, doch stark wurden ist eigentlich schon der passende Rüber. Ah, hier ist so windig. Das Tier heißt nicht Wirbelsturm, das heißt eigentlich... Hippona, warum ist der Name nicht mehr da? So. Zwei Sachen. Warum sind hier zwei Leute? Miradenwerder und ein Aufpasser. So, und die andere, ich gebe mal mein, wow, die Eier muss ich mitnehmen, darauf muss ich aufpassen. Da, oh, und diese anderen Eier da. So, dann die Bücher. Da habe ich wahrscheinlich sogar dabei, ne? Ja. Gut, okay, lohnt sich nicht. Ach, ich liebe die Wüste hier einfach mit dieser Musik. Ich liebe so Wüstenmusik, ne? Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll am ehesten. Ja gut, kennt man, ne? Wie ich hier reite. Das ist Skyrim-Reiten. Das ist so geil immer wieder. Schade. So. Das ist mit Schwierigkeit 4 bewertet, angeblich. Mal gucken. Oha. Oh, da ist ein schönes Haus da oben. So. Runenschlachtaxt. Runenkriegshammer. Nehme ich mit. Den Turm da oben will ich auch sehen. Der passt gar nicht in die Szenerie rein. Deswegen will ich den mal so sehen. Als wäre da so ein Laubbaum mitten in der Wüste. Aua, was ist das denn? Eine Wüstenspinne? Oh, stärker als gedacht. Aha. Leer. Bietet natürlich nichts. Pater Tolgans Haus. Der wohnt da aber nicht, oder? Also wenn, dann mein Stolz. Also, puh. Oh mein Gott. Eieieiei. Puh. Oh, ich verliere viel Energie. Viel Energie. Geht nicht anders. Die haben alle keine... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist eine Spinne. So, die kommt anscheinend nicht dadurch. Was für mich natürlich gut ist. Aber nicht für sie. Na. So. Ich nehme mal die ganzen Bücher mit. Bücher sind wertvoll, wissen wir ja. Vielleicht haben wir irgendeins davon noch nicht gelesen. Man weiß es ja nicht. So.
Okay, so. Nicht mit. Ein Ambrosia. Schriftrollen. Okay. Hier wurde sich wohl anscheinend auch schon sowas aufgebaut, so ein Schutzwall. So. Das Gute ist, ich dachte schon, ich hätte wieder den Feuerlöscher. Ich kann wieder den Geisterspeer rufen. Ja, hoffentlich das Ding hier angreift. Mir dann noch Gift des Leidens draufpackt. Nicht stärker machen lässt. Okay, und drauf. Auch die Königin hat nichts, meine Güte. So. Puh. Stärker als erwartet. Mythen und Legenden. Expertenbuch Elementarismus. Puh. Also, puh. Spinnenbeute, ach, Spinnengift. Truhen. Leiche des Paters. Oh. Der war wohl nicht so erfolgreich, sage ich mal. Dass die Spinnen irgendwann dann bei ihm eingebrochen sind. Ja, gut. Eine Brezel. Kann man essen. Aber das war nur ein kleiner Abschweifer. Es regnet in der Wüste wieder mal. Also ich meine, es ist nicht so, dass ich sage, es kann nicht in der Wüste regnen, aber es war so unwirklich für mich gerade, dass es in der Wüste regnet. So, hier sind schon mal zwei so Adler. Kann ich ja mal direkt, obwohl die sind wahrscheinlich nicht hier unten heimisch. Zur hohlen Hand. Ist wahrscheinlich mit Gegnern voll, ne? Sieht mir nicht aus wie eine Taverne, die so noch aktiv ist. Ja, ne? Also da habe ich recht. Eieieiei. Ja, das, gut. Gut. Das sind viele Leute da plötzlich. Da vermisse ich ja die Begleiter aus Skyrim. So mit drei Begleitern rumlaufen. Ja. Da wäre es ein großes Geschlechte gewesen. So, oh mein Gott. Uah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Eieieiei. Das Problem war, ich konnte nicht direkt hier weg. Das war mein, ja. Mein Problem. Jo. Ich muss das wieder einzeln machen. Raus! So. Heieiei. Das ist unfassbar. Ah, laufen, laufen, laufen.
Flüchten. So. Aber die machen, eigentlich sind sie selbst ein bisschen dumm, ne? So. Also dadurch, dass die jetzt ihre, den Vorteil, die, Gruppe los wurden, werden die sterben, vermutlich. Eieieiei. Also das war wirklich, also muss man halt einfach mal gerade sagen, dumm von denen. Die Wirten. Wer von denen ist das denn? Die? Oh. Oh mein Gott! Was zur Hölle? Ja, komm doch bitte hier hinter. Komm noch ein bisschen näher, dann kämpfen wir ganz alleine. So. So. Haben wir? Dietrich. Silberstahlbogen, wegestreuen Schwert. Das hier. Ich nehme Trank. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay. Es ist eher der Zauberer, der mir Sorgen macht. So. So. Oh oh. Oh, oh Gott, das hilft mir. Also ich hätte es wahrscheinlich auch ohne geschafft, muss ich mir immer wieder dann sagen. Na, ich kann mich halt nicht auf solche Dinge verlassen. Aber... Oh. Aber das war schon nicht hilflos. Gut. Ich trage zu viel, okay. Dann werfe ich die beiden Bohnenkriegshammer raus. Ja. So. Meine Güte. Das war... Puh. Und da sind vielleicht sogar noch welche drin. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt, oder? Ja. Gut. Macht nix. Wir starten es neu. So. Also gar kein Problem. Gar kein Problem für uns. Oh, ich liebe diese Wüstenmusik. Das ist so typische Wüstenmusik. Ich weiß nicht mal. Was sind das für Instrumente? Ist das eine Oboe? Klarinette? Ich weiß es nicht. Wie nennt man den Musikstil? Wüstenmusik ist ja bestimmt nicht korrekt. Also das wäre ja... Ne. Würde ich einfach nicht glauben. Deswegen, der hat's nicht so gut erwischt. Okay, das war die Bar. Friedenskraut, Knoblauch, Lavendel, Vogelei, drei Lakrustenbrot, wegestreuen Dolch, Rubine, die haben sich ja hier ganz gut ausgestattet.
Muss man ja mal so sagen. Jetzt habe ich ein paar Scheißsachen mitgenommen, die ich nicht wollte. So. Brauchte ich nicht. Brezeln, die aber noch nicht fertig sind. Ein Hühnerei. Ich finde das schön hier mit den Eiern und dem Teig und so, wie da Brezel draus werden. Aber zumal ich ein großer Fan von Brezen bin. Brezen sind für mich so... gehen immer. So. Okay. Gut. Nee, warte, was? Ich dachte schon, da wäre ein weiteres... ein Zettel gewesen, aber das war nicht der Fall. Okay, hier ist noch ein Schlafsaal oder ein Fixsaal oder wie auch immer, was sie da gemacht haben. Die haben irgendwas beschworen hier anscheinend. Okay. Mit der kann ich nicht interagieren, okay. Käse, Brot. Ja gut. Ist halt eine Taverne gewesen, ne? Was soll ich dazu jetzt groß drüber sagen? Zur hohlen Hand. Meine Hand ist auch manchmal hohl. Ich weiß gar nicht, wie das Geräusch im Mikrofon klingt, ne? So eklig muss das bestimmt klingen. Ach ja, ach ja, ach ja. So, Autosaving. Wüste geht weiter. So. Aber wir sind ja noch lange nicht da, wo wir hin wollen eigentlich. Oh, hallo. Du kleiner Bub. Sieht so süß aus, dieses Ding. So. So. Langsam könnte es ja auch anfangen, dass hier diese Nester sind, oder? Weiß ich nicht. Ich nehme erstmal das Nürnwurz mit. Eigentlich soll es ja bei dem Schiff sein. Ich sehe auch überall diese Adler, aber halt eben keine Nester. So. Das war nichts. Sag ich mal. Oh, hi. Eigentlich will ich die gar nicht alle töten, aber es gibt halt 50 EP, ne? Und EP sind halt wichtig. Ein Dschungel? Eine Feuerfinke. Hallo. Ja. War nicht so erfolgreich, ne? Alter, hier ist einfach mitten der Dschungel, ne? Und der ist bei Gott nicht schlecht. Wo? Oh, ein Leopard. Hey, hey, hey. Okay. Oh, Katzenfell nehme ich mit. Das ist nicht so sehr mundswert. Okay, die Schatulle. Nehme ich mit, die Handschuhe nehme ich mit. Ich bin überladen, ne? Dann werfe ich die wieder ab. Habe ich wieder knapp 50 Punkte frei. Kann ich dann nicht hoch auf den Leuchtturm? Oh, ich kann aber hier mit der Eisbank interagieren. Lecker, lecker.
Eispranke? So, wie dann nur der Name. Oh, da seid ihr. Jetzt habt euer Nest. So, ich würde gerne mal. Danke. So, eins haben wir schon. Eins der Eier. Es hätte mich auch gewundert, wenn ich die nur bei dem Schiff da finde. So, ich guck mal, ist hier irgendwas? Also hier sind so viele Gewürze, würde ich sagen. Verbinde ich wahrscheinlich direkt mit Wüste und so. Wow, Alter. Alter Thyage. Hoah. Okay. Schattenstahlerz. Habe ich nicht mitgerechnet, dass der da war. Ganz im Ernst, habe ich nicht mitgerechnet. So. Ich muss was essen. Lachsfleisch. Lehrlingsbuch. Oh. Wildfleisch. Gut, auf die andere Seite des Flusses. Wo bereits ein Vogel auf unser Tod wartet. Oder auch nicht, der ist weg. Nee, doch, die sind noch da. Tja, das war's wohl. Ich höre einen Gegner, sehe ihn auf dem Radar, aber sehe ihn nicht in echt. Das ist schlecht. Panther. Ach da. Ach so. So. Geht doch. Oh, hi. Da sind bestimmt Gegner, ne? Erstmal gehe ich hier auf den Turm, aber. Feuerblitz. Und Groschen. Morgen. Ich habe gehört, ihr seid eins hart arbeitendes. Ihr seid keine Gegner. Hallo? Ishkaim? Takra? Ihr seid ja gar keine Gegner. Wie geht das denn? Und hier ist ein Schiff. Alter, das sieht gut aus. Ich hoffe, dass hier auf dem Schiff auch irgendwo was ist. Wo, also so ein Nest. Sonst wäre das ziemlich sinnlos. Kann ich nicht hoch. Ich kann mit dem Schiff so gar nicht interagieren, ne? Aber hier ist tatsächlich kein Nest. Nirgendwo. Naja, da hinten sehe ich, erblicke ich ein Nest. Gut. Zwei von vier. So. Feuervogel. Was ist das? Eine Orange. Okay.
dass ein Adler, der hoffentlich zur Landung ansetzt, da hinten irgendwo, gerade hier. Wow. Oh oh. Oh oh. Hey, hey, hey. Aha. Der hat den Kampf wohl verloren anscheinend. Irgendwo hier hast du doch zur Landung angesetzt, du Adler. Dachte ich. Hä? Oh, was ist das denn? Ein Orangenbaum. Oh, eine Orange. Also hier im Dschungel ist natürlich extrem schwer auch wieder mal. Oh. Ja, sorry. So. So, nochmal. Ich beobachte die Adler und gucke, wo sie hinfliegen. Dabei töte ich dich. Ein Fasan. Und ein Panther, nicht Leopard. Ich glaube, ich muss erstmal den ganzen Dschungel hier irgendwie befreien, bevor ich irgendwie weitermachen kann. Aber ich habe das Gefühl. Und ich muss einen Cut machen bis zur nächsten Folge. Und tschüss.